Moin! Seitdem ich mit Animes angefangen habe, wird mir immer von Freunden und generell Leuten ans Herz gelegt, dass ich doch lieber Animes im Sub-Modus gucken soll. Aber dazu muss ich sagen, dass wenn ich Animes im Sub-Modus gucke und nicht im German-Dub-Modus, dann ist es bei mir so, dass so mein Grindset oder also dass ich diese Serie einfach nicht gern gucke. Außer diese Serie heißt natürlich Overflow. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel Bleach. Bleach habe ich jetzt seit ein paar Wochen fertig. Da gibt es im Hueco-Mundo-Arc ab Episode 210 circa kein deutsches Dub mehr. Davor, diese ganzen 210 Episoden im deutschen Dub, Junge, ich habe sie sehr gefühlt, ich habe sehr viel in einer sehr kurzen Zeit geguckt, aber das hat dann rapide abgenommen an den Punkt oder ab dem Punkt, wo ich dann halt Sub gucken musste. Und ich habe mich da so erwischt, dass ich mich eher so gezwungen habe, diese Serie zu gucken, und mittlerweile bin ich auch froh, dass ich sie durch habe. Natürlich, Bleach ist geil, aber trotzdem wirklich, Sub-Modus ist wirklich komisch für mich und finde ich not enjoyable. Also, dieses Video dreht sich darum, warum ich das Deutsche da besser als Sub finde, und das ist auch die erste Episode meines Formates, wo ich mich bei Anime-Fans unbeliebt mache. Ich denke mal, es ist klar, dass das hier meine eigene Meinung ist. Du kannst jeden Anime auf der Sprache gucken, welche du halt enjoyst oder fühlst, und wenn du zum Beispiel SpongeBob mit portugiesischen Untertiteln oder was weiß ich auch gucken willst, dann mach das ruhig. Ich habe damit no problemo. Aber erstmal möchte ich so gesehen den Unterschied zwischen Sub und Dub erklären, weil ich das relativ häufig benutzen werde in diesem Video. Erstmal, was ist Dub? Dub leitet sich vom englischen Wort dubbed ab und bedeutet sowas wie synchronisieren, also dass zum Beispiel ein Anime in deutscher Sprache oder englischer Sprache vertont wird. Sub ist dann eine Ableitung des Wortes dubbed, und das D wird dann mit einem S ausgetauscht und das S steht für Subtitle. Beim normalen Dub, da gibt es so gesehen eine Übersetzung mithilfe von Audio, also einfach durch das Gesagte, aber beim Sub ist es so gesehen eine Übersetzung durch Untertitel, also Subtitles. Aber warum gucke ich lieber Animes im Dub-Modus statt im Sub-Modus? Erstmal natürlich der offensichtlichste Punkt: ich kann viel mehr zu der Sprache relaten, dadurch, dass ich halt deutscher Muttersprachler bin. Da ich auch zum Beispiel die Betonung, die Wortwahl und so gesehen wie etwas gesagt wird und auch die Stimmlage viel mehr verstehen kann, oder da sie für mich einfach viel nahbarer ist. Und versteht mich dabei nicht falsch, natürlich benutzen japanische Synchronsprecher auch Betonungen, verschiedene Stimmlagen und generell so dieses Zeug, aber das ist halt eher so auf die japanische Sprache zugeschnitten, und ich als Deutsch-Muttersprachler kann da halt wenig relaten oder weniger relaten als zur deutschen Sprache. Außerdem ist es natürlich so, dass ich als Deutscher, der in Deutschland lebt, die größte Zeit oder die meiste Zeit die deutsche Sprache benutze. Wenn ich zum Beispiel in Japan leben würde, dann würde es für mich auch Sinn machen, wenn ich in Sub gucken würde, da ich dort das viel mehr auf die echte Welt anwenden kann. Und dadurch hätte es dann auch einen größeren Impact auf mich. Zum Beispiel, ich glaube nicht, wenn ich Naruto auf Sub geguckt hätte, dass mich die Quotes oder was weiß ich, diese Sachen, die da einfach einmal weitergegeben werden, mich so hart influenced hätte. Das gleiche gilt auch so ein bisschen bei der Witzeerzählung. So gesehen, wenn man Sub guckt, das ist eher so 50% des Witzes, oder man bekommt 50% des Witzes mit. Eine Witzeerzählung ist meistens auch Betonung, Stimmlage und sowas, und das ist halt wie gesagt im Sub eher auf Japanisch Sprechende zugeschnitten. Natürlich kann man einen Witz noch gut im Sub mitbekommen, aber im Dub, beziehungsweise in der Muttersprache, kommt ein Witz einfach nur viel prägnanter rüber, einfach dadurch, dass man diesen Witz einfach intensiver, auf einer intensiveren Ebene mitgeteilt bekommt. Zudem muss ich sagen, ich habe schon viel im Sub geguckt, aber ich hatte noch nie wirklich Gänsehaut bei irgendeinem Moment. Zum Beispiel gerade gucke ich Dragon Ball auf Deutsch. Ich hatte schon mindestens 4 oder 5 Mal Gänsehaut. Zwei gute Beispiele für so welche Gänsehautmomente beim German Voice Acting ist einerseits Zenitsus erste Form Blitzender Donnerschlag. Donneratmung. Erste Form. Blitzender Donnerschlag. Oder auch, wo die Charaktere Bankai sagen. Bankai. Dass auch ich in der Lage bin, Bankai einzusetzen. Und ich finde actually, das deutsche Bang Kai ist besser als das japanische Bankai. Und generell habe ich so ein Problem damit, dass so andere Sprachen, also es könnte daran liegen, dass ich halt Deutsch-Muttersprachler bin, also dass andere Sprachen nicht so präsent oder dominant im Vordergrund stehen. Wenn ich eine Serie auf Deutsch gucke, sagen wir mal, ich habe Full Focus auf die Serie, ich mache gerade nichts anderes, außer die Serie zu gucken, mache nichts nebenbei, dann habe ich immer noch so das Gefühl, dass Deutsche am meisten heraussticht. Und diese Meinung habe ich nicht nur bei Anime, sondern auch zum Beispiel bei Features von US-Künstlern im
Deutschrap oder auch bei Filmen, wenn ich mir halt das Original davon angucke, was zum Beispiel dann meistens Englisch ist. Wir Deutschen haben ja auch das Klischee, dass wir sehr aggressiv reden wegen unserer Sprache und ich gucke ja meistens Fighting bzw. Action Serien und dort ist halt zum Beispiel die deutsche Sprache extrem geil, wenn da zum Beispiel eine Rage-Szene ist oder generell, weil die deutsche Sprache so, sagen wir mal, sehr rough klingt. Halt dich da raus! Englisch ist so eher so soft, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist so ziemlich nice, wenn man so auf Komödien oder Romanzen steht, was weiß ich, oder Romance-Animes. Ihr wisst, denke ich mal, wie ich meine. Aber zum Beispiel für besonders Fighting-Shonens ist es halt relativ nice, meiner Meinung nach. Außerdem, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass keiner mich davon überzeugen kann, dass Reiners Stimme aus Attack on Titan im deutschen Dub schlecht ist. Das alles ist nur, weil ich 3 Jahre lang von Idioten umgeben war. Wir waren einfach nur kleine Kinder. Eines meiner größten Probleme mit Subbed-Animes ist auch, dass man währenddessen nicht wirklich was machen kann. Man kann so gesehen nicht mal kurz den Laptop, das Handy, das Tablet weglegen, irgendwas anderes zu machen. Man muss immer den Screen so gesehen im Auge haben, dass man irgendwie mitbekommt, was so die Story ist. Ich bin der Meinung, dass man dann ein Sharingan entwickeln sollte, wenn man irgendwie schon so 100 Animes in Sub geguckt hat. Außerdem muss ich sagen, dass ich zum Beispiel Hunter x Hunter vor ein paar Monaten pausiert hatte, beziehungsweise so ein bisschen gedroppt hatte, weil ich halt zum Beispiel kein deutsches Dub mehr gefunden habe für den Greed Island Arc. Ich habe es dann im Sub geguckt und wirklich, also da hat es mir absolut nicht gefallen. Die Story ging auf einmal runter, das Enjoyment ging auf einmal runter. Es war absolut schrecklich. Dann vor ein paar Monaten habe ich wieder deutsches Dub gefunden und heilige Scheiße, ich habe das dann rewatcht und es lag nicht an der Story, dass es langweilig wurde, dass ich es nicht so enjoyed hatte, sondern es lag einfach daran, dass ich kein Sub-Hooker bin. Aber ganz ehrlich, ich finde immer noch so der Greed Island Arc von Hunter x Hunter finde ich eines der schlechtesten. Auch so generell verstehe ich nicht, was so viele Deutsche gegen die deutsche Sprache haben. Ich muss sagen, ich stream ja Valorant und also gefühlt hat da keiner sein Spiel auf Deutsch. Und wirklich, also zum Beispiel die deutsche Sprache finde ich sehr lustig auch. Zum Beispiel, wenn es so Voicelines gibt wie Klappe zu, Affe tot. Und ich enjoye auch so diese Möglichkeit, dass wir im Deutschen so komplette, was weiß ich, so Harry Potter Bücher mit einem Wort füllen können. Ich habe da mal als Beispiel das folgende Wort. Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Ein Negativpunkt bei Sub ist eigentlich auch so, dass man manchmal nicht weiß, wie schnell man so gesehen lesen muss. Aber jetzt kommt hier schon mein letzter Punkt und das ist eine Sache, welche mich auch sehr krank abfuckt, muss ich sagen. Sie wirkt klein, aber wenn es einfach zu häufig vorkommt, dann fuckt es sehr ab. Nämlich die Namensnennung. Ich bin nicht so ein Fan, wenn erst so der Nachname und dann der Vorname genannt wird. Zum Beispiel der Name von dem Bleach-Hauptcharakter ist Ichigo Kurosaki. Und wenn dann gesagt wird, Kurosaki Ichigo, das ist dann immer für mich ein sehr kranker Upturn. Auch so dieses ganze Hintereinanderhängen von Sun, ihr wisst, denke ich mal, wie ich meine, finde ich auch sehr, also ich habe damit jetzt nicht so ein krankes Problem, aber wie gesagt, bei Krankenhäufigkeit nervt mich das einfach so krank. Ich meine, er hat einen Namen. Mir ist es eigentlich relativ egal, welchen Status er hat, Bruder. Aber was ist deine Meinung dazu? Schreib mal in die Kommentare, so gesehen, wie du deine Animes guckst und was zum Beispiel für dich, so gesehen, die Vorteile und Nachteile vom Dubbed sind. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.